glaube mir eins, du kannst immer, immer mal eins verlieren gegen ein Real Madrid. Ich finde, das ist so hoch gebracht worden. Die verlieren vom Real Madrid, weil sie zweimal bei einem Standard, ja, nicht die Konzentration haben. Weil im Spiel habe ich auch nicht so viel, ja natürlich, wie Bayern öffnen musste, ja, wie sie mit 2-0 zurückgelegen haben. Ja, da war es anders. Dann ist es auch einfacher zu spielen. Für die Mannschaften. Für uns ist es dann noch immer schwierig. Und das haben wir gesehen gegen Dortmund. Ja? Wir haben 2-0 geführt. Ja? Und wir verlieren das Spiel noch. Ja? Weil wir dann einen Elfmeter gegen bekommen, eine rote Karte, wie dann auch. Ja? Aber die Vereine of die Mannschaften mit dieser Qualität. Ja? Bayern gewinnt letztes Jahr, ja, von Barcelona. Zweimal. Großartig. Ist Barcelona dann auf einmal gar nichts mehr? Glaube ich nicht. Und das ist Bayern München doch auch nicht, wenn man mal verliert von Real Madrid. Weil ich glaube, Bayern München hat auch in Hamburg gezeigt, wie viel Qualität dass sie haben. Auch die werden aus dieser Phase von der Meisterschaft lernen. Und die werden das. Denke ich, da gehe ich von aus. Nochmals, ich kenne Pep Guardiola dann als Spieler, ja, und auch als Trainer habe ich ihn verfolgt. Aber denk mal nicht, dass der zufrieden sein wird, ja, über die letzten Spiele. Der hatte auch lieber gegen Real Madrid gewonnen oder anders gespielt. Aber durch zwei Momente bei Standards verlieren sie das Spiel. Verlieren sie es nachhinein. Ja, mit 4-0. Aber ich habe den Unterschied noch nicht so sehr gesehen. Sicherlich nicht am Anfang vom Spiel. Aber nachher, nein, ja natürlich. Aber wenn du mit 2-0 führst und du hast dann, ja, Spieler mit dem Namen Ronaldo, Bale, weiß ich nicht alles, die wird so viel Schnelligkeit haben, und auch noch gut kicken können, ja, die können dich eine Counter spielen. Und wenn sie dann auch mal einen Moment hast, ja, ja, dann schlagen die zu. Darum, ich finde nicht, weil, da habe ich dann auch gelesen, dass das deutsche Fußball auf einmal so hochgeschrieben wurde ist oder was dann auch. Komm, du kannst doch mal eins verlieren. Und jetzt haben sie dann vielleicht eine etwas andere Phase, weil sie auch Meister sind. Ja, darf es. Sie sind nicht umsonst auch so früh Meister geworden. Weil sie das allerbeste Fußball gespielt haben. Und dass sie dann Meister sind und dann auch denken von, ach ja, das ist gut. Ja, das ist doch menschlich. Und auch das sind Menschen. Ja, auch die haben Emotionen und Gefühle.